Der Safari mit 5 cl Amarula Wild Fruit Cream, 2 cl Amaretto di Saronno, 2 cl Marie Brizard Crème de Menthe, 2 cl Marie Brizard Curaçao Blue und Milch. Zum dritten ein relativ neuer Cocktail aus der sogenannten afrikanischen Reihe mit einem Creme-Likör aus Südafrika. Die Herkunft ist fast überdeutlich schon am Trinkgefäß zu erkennen. Während bei den Classic Drinks das Gästeglas präzise definiert ist, serviert man die Fancies in jedwedem Gefäß. Seien es ungewöhnliche Gläser, skurrile Becher oder berüsselte Krüge, alles ist erlaubt, solange es was hermacht. Ob auch der Gast diese Fancies als gut aussehend empfindet, richtet sich nach der Zielgruppe der Bar und ist letztlich Geschmackssache. Die in der Rezeptur vorgesehene frische Milch gibt diesem Getränk eine gesunde Leichtigkeit. Aufgrund seiner Herkunft ist vorstellbar, dass der Safari zu jeder Tageszeit und auch bei großer Hitze bekömmlich ist. Safari, ein Cocktail für eine transkontinentale Geschmackserfahrung.